Ja, also am besten rennt ihr erstmal straight up durch und dreht euch dann halt einfach passend um. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und da ihr jetzt gesehen habt, wie man das ganz einfach hinkriegen kann, KO Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Little Nightmares 2. Yeehaw. Genau, beim letzten Mal, wir sind ziemlich perfekt. Wir sind so ziemlich an diesem Punkt da gescheitert, als wir diese 10.000 Guys verfolgt haben. Ich war da ganz schön, sagen wir mal, traumatisch veranlangt. Auf jeden Fall hat Heini das jetzt für mich gemacht, nach dem zweiten, dritten Versuch. Kommt mir richtig schlecht vor. Und nun ja, wir sind jetzt hier. Ach, guck mal. Ah, okay, es liegt an meinen Kopfhörern, ich dachte. Also das ist ein Elektrostuhl, da sind wir uns alle einig. Es tut mir leid, aber das war gerade extrem laut bei mir. Und die Maus ist im Bild. Immer nice. Was muss ich machen? Ich muss wahrscheinlich durch diese Klappe da durch, ja. Nee. Nimm mal. Perfekt. Oh nein. Ich hab die Vibes, dass das Licht gleich hier drin ausgeht. Ich hab so die Vibes, dass hier drinnen gleich das Licht ausgeht und mich 10.000 von diesen Figuren verfolgen. Aber wir sind safe, wir sind safe, okay. Auch wenn das mega laut ist, wir sind safe. Ach du mein, ich bin immer noch traumatisch sehr veranlangt von der letzten Folge. Veranlangt, was ist das überhaupt für ein Wort, Mann? Perfekt! Komm mit, Six. Ach du, er glaubt nicht, wie stressig das Ganze hier noch wird. Ich hoffe nicht, dass es zu stressig wird, aber ich kann mir vorstellen, so ein paar Stufen legt das schon noch zu. Ja, ich bin überzeugt, ich mach's ein Stück leiser bei mir. Ich habe hier so einen Drehregler. Ja. Will ich hier aufmachen? Ich weiß es nicht. Aber wir starten auf jeden Fall direkt hier mal rein. Let's go! Ah. Kann nicht springen. Dunkel. Kann passieren. Wir wissen, dass hier creepy Hände rumlaufen und Typen, die uns verfolgen. Kann passieren. Oh, da liegt einer. Hallo. Ja, ihr seht ein bisschen krank aus. Nee, nee, lass die Lampe an. Das kommt schon mal vor. Das ist ein Kind. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich höre so Kinder lachen. Andere Frage, will ich da hin? Angenehm. Ey, diese Musik zieht einen so runter. Ah ja, wenn ich das aufmache. Die lebt noch. Finde ich schön. Ja, natürlich sind das drei jetzt auf einmal. Ja, tot.
Oh mein Gott! Hä? So schwer ist das nicht! Aber ich stelle mich halt einfach nur blöd an. Oh mein Gott, nee, das ist so unangenehm. Lass doch diese Hände weg. Und, wie ich es auch schon in der letzten Folge gesagt habe, kleiner Kritikpunkt an diesem Krankenhaus oder wieder was das ist. Eben genau das. Gegnergespamme. Ja, tot. Er springt fünfmal aus dem Weg. Was soll ich machen? Ey, ich kann doch auch... Ey, Mann. Ich will ja nicht so lange strugglen und das die ganze Zeit schneiden müssen. Ich hasse es zu schneiden. Also nein, tue ich nicht. Aber ich hasse es, ewig lang an einer Stelle zu hängen. Probier es jetzt nochmal. Wenn es nicht klappt, dann schneide ich euch natürlich. Die nächste kam dann von links. Da. Wie? 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 Wie denn? Ich schneide euch. War's das? Ich gehe da nochmal ganz sicher. Ist mir sowas von egal. Ich will ganz sicher sein, dass es hier nicht weitergeht. Ich will ganz sicher sein. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt, aber wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Ich höre hier jemanden. Und warum sind hier Also irgendwer ist hier. Ich höre ihn. Ah ja. Angenehm. Sind Sie der Arzt? Ach, das finde ich ja schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ja, klar. Soll da hoch, oder? Hören wir doch immer zu, was er da denn macht. Mhm. Wollt sie schon immer mal kennenlernen? Ich würde sagen, ihr Krankenhaus erfüllt nicht die Kriterien, sicher zu sein. Aber wir bleiben entspannt, Leute. Was macht ihr denn da? Also er hat da einen netten Herrn, den er behandelt, auf dem Tisch. Mehr sage ich jetzt mal einfach mal nicht dazu. Weiß auch nicht, ob ich mehr dazu sagen will, ganz ehrlich gesagt. Immerhin ist er ein normaler Mensch, würde ich sagen. Hat einen sehr krummen Rücken. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir müssen hier vorbei. Immerhin, hier speichert's. Ach, der... Ah, ja. Der uns jetzt eigentlich... Okay. Aber immerhin ist er ein... Naja, gut, er kann an der Decke laufen. Ist nicht ganz normal. Aber er ist vom Prinzip her eigentlich ein normaler Mensch. Okay, aber er sieht Six nicht, weil Six ein Non-Player-Character ist.
Also, was macht denn der da genau? Also, keine Ahnung. Ich war noch nie im Krankenhaus, wirklich. So, hab noch nie gesehen, wie ein Arzt das macht. Aber rein vom Dings her würde ich sagen, also ein seriöser Arzt macht das anders. Ja, der kommt jetzt gleich hierher, ist doch klar. Natürlich. Der hat große Zähne. Ist ja so. Der guckt nicht so freundlich. Ich glaube, wir können hier durch. Ey, solche Stealth-Missionen hasse ich ja. Ihr wisst Bescheid. Er kommt wieder. Ah, das war eine Lampe. Ich dachte gerade, hat er auch eine Leuchte oder so? Nee, hat er nicht. Ja? Hallo? Sind sie ihn dann... Ja, ich gehe jetzt weiter, gell? Also, Mister... Ja, klar. Ah, er geht wahrscheinlich gleich und wir können da hinten irgendwas nehmen und dahin werfen. Ne, jetzt laufe ich nicht, jetzt laufe ich nicht. Dankeschön. Six hat mich ein bisschen festgehalten. Was muss ich tun? Also ich dachte, er geht jetzt und wir können ganz normal weitermachen, aber nein, wir müssen uns unter den Betten halt bis nach hinten schleichen. Jetzt ist er hier bei uns. Okay. Ich will eigentlich gar nicht genau wissen, was er da macht, so. Ich würde sagen, das ist eher zweitrangig. Aber wie soll er uns eigentlich kriegen? Der kommt doch gar nicht unter das Bett, weil der ist ja nur an der Decke, oder? Sehe ich da was falsch? Ich weiß es nicht. Ups, sorry. Da bin ich gegen das Mikro gekommen. Okay, was war das jetzt? Auf jeden Fall mein Controller vibriert. Aber ich weiß gar nicht, sieht er uns? Nein. Das ist seltsam. Er geht auch gerade wieder. Soll ich es versuchen? Komm, warum nicht? War das ein Fehler? Na, wir haben's. Ich meine, mein Controller vibriert die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht warum. Legit nicht. Ich versteh's nicht. Ich sehe mich nicht. Da bin ich. Ja, hier sieht er uns nicht mehr. Muss ich rennen? Muss ich mich verstecken? Verstecken. Ich rede so wenig, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Meinst du, du gehst da nochmal weg, Meister? Nehmen. Immerhin habe ich jetzt einen Typen, den ich aufs Thumbnail klatschen kann. Ich kann hier normal weiterlaufen. Ja, gut. Wenn Six das macht, kann ich das auch. Ich glaube, ich muss hier hochklettern. Ja. Links ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich in die Folgen gemacht. Ich habe jetzt seit über 2 Wochen nicht aufgenommen, weil ich in 2 Wochen legit die ganze Zeit an dem Ding hing. Gut, für euch, weiß nicht, welcher Tag für euch heute ist. Für mich ist heute der 30.04. Ich laufe hier mal
pretty sus hinter mir. Ach, guck mal. Ach, der kann gar nicht an der Wand klettern. Der hält sich einfach nur da fest. Ja, Mensch. Ich dachte, du seist ein übermenschliches Wesen. Nee, du bist einfach nur stark. Geht immer so Bodybuilding-Training, ich sag's euch. Das hier finde ich jetzt aber nicht so schön. Ruhig. Ja, ich spring da runter und er kommt. Ruhig, ganz ehrlich jetzt sagen, finde ich jetzt aber hier nicht so schön. Halt mich fest. Ach nee, er kommt hier gar nicht rein. Oder was ist hier drin? Ganz langsam herein. Überhaupt. Ach so. Ach ja. Es sind so. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber da macht man so Leichen rein, wenn sie gestorben sind im Krankenhaus. Frischhaltekammer. Ja, ich will da nicht drin. Ich sag einfach gar nichts dazu, was das ist. Da sind halt Menschen drinne. Erstmal hier runter und mich um. Wo muss ich denn hin? Ich kann diesen Eimer mit verdorbenem Fleisch nicht mehr. Ach, da ist der Schlüssel. Ah, ich kann die. Nee, kann ich nicht. Okay, hätte ja sein können. Er kommt doch jetzt. Nein? Mann! Kann ich mich hier hochziehen? Nee. Hier kann ich mich doch hochziehen. Ach, das ist ein Jump and Run! Hat lange gedauert, dass es bei mir Klick gemacht hat, aber wir müssen genau von hier darüber. Okay. Ja, weiß ich nicht, ich habe immer Angst, dass er kommt. Ich will diese ganze Sache nicht 2, 3, 5 Mal machen, weil das frisst halt schon. Ihr glaubt nicht, wie viel Zeit so eine Aufnahme. Eine Aufnahme ist immer. Also eine normale Aufnahme. In der ich schlecht bin, also jede Aufnahme, läuft immer genau gleich ab. Ich habe immer mindestens 40 bis 60 Minuten Aufnahme. Und dann schneide ich nochmal. Das geht, das Verarbeiten an sich geht circa 30 Minuten. Und das Schneiden, guck halt die ganze Folge durch. Bloß schneiden. Also könnt ihr auch nochmal eine Stunde da einrechnen. So. Also fürs Schneiden mit durchgucken, weil ich gucke ja nicht alles durch, ich skippe ja auch viel. Da komme ich so auf schon circa 2 Stunden mit allem drum und dran hier. Bis dieses Video hier fertig ist. Bloß hochladen, das dauert ja auch nochmal 10 Minuten, dann noch den Text schreiben. Wobei der ist bei mir immer der gleiche. Ich schreibe den ja nie neu. Ich schreibe immer nur 3., 4. Part oder so. Hier hoch. Nee, ach da hoch. Das ist mir ein Regal. Bis ein Video online ist, dauert es meistens, ich sag mal 3 Stunden. Maximal, 2,5 bis 3 Stunden. So, das Maximum, was ein Video dauert. Und jetzt stell ich mir vor, ich bringe jeden Tag so ein Video, jeden Tag 3 Stunden weg. Jetzt nicht so. Ich nehme ja am Tag meistens mehr Videos auf. Ich hier hoch, ja, runter geht nicht. Komm mit, Six. Nach oben, nicht zurück. Ich weiß aber auch nicht, ob ich nach oben bin. Lüftungsschächte sind für mich unangenehm geworden. Ach, da ist er. Machen Sie ihn da. Sieht interessant aus. Ja, seine Zähne. Ihr seht das nicht richtig. Ich kümmere mich da kurz drum. Ich mache es nochmal ein Stückchen heller. Ich sehe das nämlich immer auf dem zweiten. Wir sind schon ganz hell. Okay.
okay, Entschuldigung. Ach ja. Ach, eine Säge hat er. Ey, yo, wenn es ihm Spaß macht. Ja. So fertig mit Sägen finde ich gut. Ich dachte, er sägt da irgendwie... Ja, natürlich hätte ich mir denken können. Natürlich sägt er an dem Körper rum. Muss mich hochwerfen. Und zwar schnell. Ah, der atmet noch. Das ist doch schön. Wenigstens einer von uns beiden, der das Ganze hier überleben wird. Muss ich machen. Ich gehe mal nach links. Das ist ein Schalter. Hat das jetzt gebracht? Außer, dass er kommt. Nein! Es tut mir leid, ich wollte das nicht! Woher soll ich denn wissen, dass das die Maschine... Oh! Als ich sagte, einer von uns beiden, der überlebt, wusste ich nicht, wie recht ich hatte. Sorry, es tut mir leid. Und dann heißt, wir spielen den guten Charakter. Sorry. Es tut mir so leid, Meister. Bitte. Ach so, soll ich laufen? Der hat Plan. Was? Was soll ich tun? Ich komme da nicht drauf. Da ist die Sicherung. Ich muss ganz dringend los. Oh, der Arme. Nein, ich wollte das nicht. Er kann doch nichts dafür. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. No joke. Wenn ich das reinmache, renne ich? Ich renne nicht. Ich renne. Nee. Ja, rennen. Rennen ist die Devise! Holy! Wie schnell muss ich denn sein, hä? Sag mal, sehe ich aus wie Sonic? Tix, ich würde auch laufen. Wieso ist Tix eigentlich schneller als wir? Lauf um dein Leben. Oh, wie unangenehm. Oh, nein. Nein, warum slide ich? Boah, wie unangenehm. Boah, wie unangenehm. Ich schneide euch das. Ich hab so Angst, ihr glaubt es nicht, Leute. Aber wir sind schon mal weiter als vorher.
Wohin? Lauf, Mann! Lauf! Wie unfair! Okay, aber wir spawnen wieder hier. Das ist schön. Ey, ein Frame später, ich sag's euch. Ich hätte das nicht mehr gemacht. Wenn ich jetzt wieder von Anfang an hätte machen müssen, hätte ich nicht gemacht. Tut mir leid. Aber hätte ich nicht. Diesmal bin ich schneller. Was ist das eigentlich? Ist das ein Ofen? Finde ich gut. Ja, erstmal hinsetzen und wärmen. Muss ich schon sagen? Finde ich angenehm. Finde ich angenehm. Hat er verdient. Sag mal, sägt hier Menschen durch, entführt kleine Kinder. Was ist mit dem los? Wobei er hat sich um den einen gekümmert, den wir getötet haben. Da muss ich schon sagen, ein Stück weit hat er es verdient. Aber ich muss halt auch sagen, ein Stück weit nicht. Aber nun gut, blicken wir nicht zurück. Weißt du, wir lernen ihn heute kennen und töten ihn am selben Tag. Man kennt's. Ja. Rest in Peace. Errungenschaft freigeschaltet, eingewiesen. Sagen. Das war's dann. Ja. Immerhin ist die Schreckensherrschaft vorbei. Was uns auf der anderen Seite dieses Fensters erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch diese echt grausame Folge gefallen hat, mir nicht, aber könnt trotzdem gerne ein Like da lassen und die nächste Folge nicht verpassen. Ich bin mir sicher, es wird noch spannender. Schönen Tag noch.